Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen Devisenradar. Ich werde mal kurz den Bildschirm justieren. Kleiner Augenblick, damit wir auch das sehen, was wir sehen wollen. So, da haben wir es. Grüße Sie zum heutigen Montagsauftakt hier beim JFD-Devisenradar eben. Und wir wollen gleich in die Woche starten und sehen hier einige starke Bewegungen beim Euro. Mit Beginn der European Session gibt es hier deutlichen Druck auf den Euro und der kippt hier entsprechend deutlich eben nach unten weg. Und das wollen wir uns hier mal ein Stück weit näher anschauen, da sich hier gerade beim Euro gegenüber dem japanischen Yen auch um ein Scheitern an einem interessanten Widerstandslevel handelt. Wir gehen jetzt mal hier in den Wochenchart. Da sehen wir hier diese einzelne Unterstützung um 126, 85, 127 Yen. Machen wir das nicht genau auf den Pip fest, ist eh unmöglich. Aber Sie sehen hier diesen Horizontalbereich, der hier einst schon in früheren Jahren als Widerstand fungierte und jetzt hier letztlich erneut angelaufen wurde. Diesmal allerdings, also hier fungiert als Unterstützung vielmehr, wurde durchbrochen. Die Unterstützung wurde zum Widerstand und hier wurde jetzt eben hier in der vergangenen Woche der Test an dieses Level bestätigt. Und ja, mit dem aktuellen Abprall nach unten kann es sich hier jetzt um eine Korrekturfortsetzung handeln. Man möge es kaum glauben, im Prinzip sah das eigentlich alles ganz anders aus noch in der Vorwoche. Wir gehen jetzt mal hier dazu in den Tagesschart. Wir sehen hier diese starken Impulswellen. Euro ja deutlich nach oben geschossen, das Level um 120, nochmal ganz kurz hier geschaut, 120 Yen wäre eine eigentliche Zielzone gewesen, aber hier bei 122, ein Stück weit was davor, hat er eben doch noch vorzeitig nach oben gedreht, der Preis, und hier jetzt beflügelt durch die EZB am Donnerstag der letzten Woche. Jetzt auch wieder dieses einste Unterstützungslevel, jetzt nunmehr als Widerstand aktiv touchiert. Hier kommt auch noch der EMA 50 einher in dieser Zone. Ja, und jetzt sehen wir hier, dass wir praktisch mit der Asia Session kaum Bewegung gesehen haben, keine neuen Hochs im Vergleich zum Freitagshoch, das lag hier bei 127,29. Nein, der Preis hier vielmehr ganz klar abgeprallt und jetzt hier deutlich nach unten weggekippt. Und ja, jetzt sieht es eher so aus, als würde der Preis eine tiefere Korrektur fahren wollen. Bis wohin die geht, ist jetzt hier die Gretchenfrage, aber das sieht zumindest jetzt mal eher so aus, als würden wir, könnten wir hier theoretisch mal diese Trendlinie versuchen zu touchieren mit diesen vorsichtigen zwei Auflagepunkten und gegebenenfalls haben wir hier im Horizontalbereich um 100, 125, 25 etwa. Direkt das Pricing mal umstellen. Schon wieder der verkehrte Handelsplatz. Hier gehört natürlich JFD hin. So, mal warten, bis der Chart hier einlädt. Da ist er. Gut, also hier um 125,25 wäre ein mögliches Support-Level. Das auf jeden Fall mal vormerken für den Fall, dass der Preis hier tatsächlich tiefer zurückkommt. Also wir haben ja durchaus ein bisschen was an Spielraum auf der Südseite. Und Euro-Yen ja bislang zwar schon 77 Pips gelaufen, aber wir haben hier eine Range, die darf uns hier durchaus in Richtung 135 Pips begleiten. Das heißt, so gute 50 Pips können hier durchaus noch nach unten kommen und gegebenenfalls dann morgen hier zu einer kleinen Bodenbildung führen. Generell heute, schwuppdiwupp, haben wir, gut, da muss man das mal umswitchen, einen schwachen Wochentag. Dienstag auch insbesondere schwach. Das wird erst zur Wochenmitte hin besser. Schauen Sie sich das hier an. Also insbesondere Dienstag eher ein ganz klar schwacher Tag. Spricht also eigentlich rein von der Wochentagsstärke durchaus dafür, dass wir hier heute Schrägstrich morgen dieses Niveau um 125, 125, 25 eben anlaufen. Und hier hat das Paar durchaus eine Chance, sich zu stabilisieren. Auch im Sinne der Saisonalität, die sich hier zeigt. Jetzt hat sich der Aufnahmebildschirm leider ein Stück weit eben nach links geschoben, deswegen kann ich das nicht direkt in den Chart ziehen. Hier aber auf jeden Fall schön zu sehen, dass wir hier eine bullische Saisonalität vorausliegen haben. Und ja, wenn der Markt, Moment, das war der verkehrte Chart, wenn der Markt jetzt hier die Möglichkeit hat, hier tatsächlich nach der aktuellen Schwäche ein Stück weit eine Stabilisierung zu erfahren, dann sieht das mit saisonalem Rückenwind oberhalb von 125 Yen gut aus, dass wir hier diese Abwärtstrendlinie attackieren, die sich hier im Bereich um 130 knapp befindet. Das bleibt ein mögliches Ziellevel, allerdings muss dazu eben nach einer möglichen Stabilisierung über 125,25 das Level um 126,90, 127 rund abgearbeitet werden. Das Gleiche zählt auch dann, wenn der Preis zum Beispiel, also das wäre jetzt mal hier Szenario A,
Auf jeden Fall zu empfehlen in meinen Augen. Szenario B, wenn wir direkt über das Freitagshoch gehen, über 127,29, glaube ich, gibt es auch eine direkte Trendfortsetzung. Machen wir es direkt mal konkret im Chart. Sollte hier die Marke von 125 deutlich gebrochen werden, insbesondere 124, dann ist ganz klar davon auszugehen, dass der Markt hier die 120 noch testet. Das aber eher das unwahrscheinliche Szenario aus aktueller Sicht. Klar, der Trendimpuls ist weiter abwärts gerichtet. Die Bären haben hier das Heft in der Hand. Aber aufgrund der Statements in Sachen EZB, dass jetzt erstmal Schluss ist mit weiteren Maßnahmen nach unten und dergleichen, das führte ja auch zur dynamischen Erholungsbewegung beim Euro generell am Donnerstag nach dem neuen Tief. Beim Euro-US-Dollar insbesondere hier sehr, sehr spannend eben zu sehen. Und ja, die kurzfristige Schwäche muss sich jetzt hier nicht groß ausdehnen. Unter 124, denke ich, aber wäre das natürlich ganz klar der Fall. Schauen wir noch kurz in den Stundenchart. Hier auch das Niveau um 127, 126,80 zu sehen. Die Pivot Points müssen wir mal rausmachen, weil da die Sonntagspips drin sind. So. Und da sehen wir ja eine leichte Möglichkeit bei 126 im Intraday-Chart zur Stabilisierung. Aber auch hier will ich dann nochmal die Trendlinie einzeichnen und auch das Support-Level um 125,25, was hier eben durchaus den tragfähigeren Boden darstellt. So, wo sind wir jetzt hier? Da. So. Und da wird dann auch deutlich, dass eben hier dieses Level als Unterstützung dienen kann in den nächsten Stunden. Wie gesagt, hier kann, machen wir es grün. Wenn der Preis hier noch ein Stück weit nach unten zieht. So, jetzt haben wir es. Hier sich eine Stabilisierung um 125 vollziehen. Auch hier vom Charting her können wir das ein Stück weit steiler machen, dann passt das besser ins Bild. Haben wir noch mehr Auflagepunkte wie am Tagesschart praktisch jetzt symbolisch gleichlaufend. Gibt es wie gesagt die Chance hier, dass der Preis sich dort stabilisieren kann. Aber der Widerstand um 127, 126,85 ist eben erstmal bestätigt. Und jetzt mit dieser starken Kerze nach unten bleibt das Setup, wie gesagt, erstmal bärisch. Hoffnung gibt es erst, wenn wir hier über 127,30 deutlich rausziehen. Dann könnte es sich hier um eine direkte Fortsetzung nach oben handeln. Unterhalb dieses Levels bleiben kurzfristig Shorts zu bevorzugen. Das sozusagen als Ansage, als Statement für den Euro gegenüber dem japanischen Yen. So kann es kommen. Letztlich wissen wir es nicht, aber die technische Prognose lässt sich mal so fein ableiten. Und insofern werden wir auch heute schon wieder durch für den Devisenradar. Wenn Sie mögen, schalten Sie natürlich auch morgen wieder ein, 9:30 Uhr. Und vergessen Sie die Brokerwahl nicht. Dazu werden wir noch ein Stück weit was transparent darstellen in Form dessen, warum JFD einer der besten Broker ist. Das haben wir auch ausreichend gestern bei den IB Days am JFD-Event am Sonntag dargestellt. Wenn es um Fairness und Transparenz gibt, dann gibt es wohl nur einen Broker und der gehört bei der Brokerwahl wohl auch ganz nach vorne. Insofern einfach dran denken. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine gute Zeit. Freue mich, wenn wir uns wieder hören. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.